Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 57 von Simotrans Kooperation. Ja, und wir sind wieder drin im Spiel. Es läuft. Der Michael hatte geschrieben, dass es wahrscheinlich hier den Berg runtergehen wird. Er hat noch irgendwelche Versuche gemacht mit der 0.4.0. Wir haben ja die 0.401 hier. Das war die neueste Version von dem Comic Pack. 192 und ja, wir haben das Problem, dass wir halt nicht ins Plus kommen. Wo ist das Dingens? Hier ist es. Hier sehen wir die Jahresbilanz, die geht stark nach oben hier in der letzter Zeit, aber wir müssen trotzdem noch dran arbeiten. Insgesamt monatemäßig gesehen, da haben wir mal einen guten Monat gehabt, der letzte war eigentlich auch nicht schlecht, aber da müssen wir wieder hoch. Wir haben jetzt gerade den 16. April und da muss noch was passieren. Also bilanztechnisch etwas schwierig, deswegen würde ich jetzt fast sagen, die einzige Chance ist hier Fahrgastverhalten schauen, dass wir da noch optimieren. Entschuldigung, jetzt kriege ich auch noch einen Hustenanfall. Wartende Gäste, wir haben hier und wir hatten darüber kommuniziert, also der Michael und ich, dass man vielleicht auch Züge direkt fahren lässt von Ort zu Ort und nicht über mehrere Stationen, weil das Problem ist, mit Ort zu Ort, die jetzt zum Beispiel hier von Hannover nach Dortmund fahren, da sitzen alles Dortmunder drin und die unterwegs, die Bahnhöfe werden dann gar nicht bedient. Das könnte auch ein Problem sein. Deswegen würde ich schon überlegen, ob man da nicht was ändert. Gerade wenn man auf einer Strecke mehrere hat. Wir haben jetzt hier Frankfurt natürlich. Okay, wir gehen mal erstmal hier hin. Das ist jetzt Hannover. Hannover hat Fahrgäste nach Dortmund. Stellt sich dann die Frage, worüber die fahren wollen, weil es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten, nach Dortmund zu kommen. Oder vertue ich mich da jetzt? Ja, einmal über Bielefeld und einmal über Osnabrück. Die Linien gehen ja hier ziemlich parallel nebeneinander her. Da hätte man vielleicht hier die Verbindung weiter durchziehen sollen und dann dieses Stück weglassen sollen, ne? Wäre auch kostengünstiger gewesen, denke ich. Weil dazwischen ist nun mal nichts, ne? Außer viel Fahrstrecke, ne? Aber ich glaube, das jetzt abreißen wird auch wieder teuer. Das bringt es also auch nicht wirklich. Ja, müssen wir mal Gedanken drüber verschwenden, ne? Was kostet so ein Gleis im Unterhalt? Dies ist eine, steht da gar nicht, wie doch da 55 km/h Strecke. Die 55 km/h Strecke kostet im Unterhalt 11 Euro. Unsere Brücke, die dort ist, wäre mit 62 Euro und einen Tunnel haben wir da auch, wenn nicht sogar mehrere. Die sind natürlich mit 256 Euro unterwegs, ne? Es wäre jetzt wirklich zu überlegen, hier zum Beispiel diese Strecke darüber zu verlängern und das abzureißen. Jetzt, denke ich, wäre so eine Entscheidung noch sinnig. Weil wir noch früh am Start sind, ne? Warum habe ich keine Musik mehr? Komisch. Naja, wird schon noch kommen. Also die Tunnel sind vor allem teuer und deswegen, ich will es jetzt mal gerade hier machen. Wir machen hier ganz einfach weiter. Machen wir so, oder? Machen wir so. Und dieses hier machen wir weg. So, und dann zur anderen Seite. Da fährt natürlich jetzt gerade auch noch einer drauf. Zum Glück in die richtige Richtung. Und da will aber keiner mehr lang, oder? Der wartet jetzt da. Und der wartet jetzt wahrscheinlich auf den. Ja, Lupe ist richtig. Bielefeld Rathaus. Das heißt, wir schicken ihn mal gerade einmal kurz nach Hannover zurück, dann wird er drehen. Und dann wieder Bielefeld Rathaus. Und dann sollte er aber auch die richtige Strecke nehmen, oder? Genau so ist es. Gut, wunderbar. Das heißt, kostensparend machen wir hier alles weg. Bis hinter dem Zug können wir schon mal direkt. Das sind jetzt einmalig Kosten, aber die haben wir, denke ich mal, auf Dauer mit dem Tunnel und sag schon, lass mal gerade schneller vorfahren hier, damit ich das wegkriege. Mit Tunnel, Brücken und so weiter haben wir das, denke ich, auf Dauer raus.
schneller. So, und jetzt dahin. Und ich mach mal nach dahin, ne? Pack das langsam an. So, passt. So, der ist weg. Der kann sich die Route da lang dann auch suchen. Okay. Gut. Gehen wir mal auf eine Karte. Gewinnen wir dort einen Überblick. Sollte man... Hier haben wir gar keine Verbindung, sehe ich gerade. Paderborn-Bielefeld. Sollte man die vielleicht noch schaffen? Das nennt sich dann hier die Sennebahn. Ich komme hier aus der Ecke. Da will natürlich keiner jetzt in die Richtung fahren, ist auch klar. Lassen wir erst, oder? Das wird sich nicht rentieren am Ende. So, wie sieht's denn mit unserem Kraftwerk aus? Das ist ja so ein Geldbringer, ne? Ja, die läuft aber gut. Wir bräuchten unbedingt hier eine Abfertigung Richtung Passagiere. Die wollen ja alle nach Hamm Monument. Aber da gibt's keine Kutschen, die Plus fahren. Das ist das Problem. 6 von 6 Passagieren geladen. Guckst in eine Statistik rein nach dem Profit, dann ist der negativ. Das ist schlecht. Was haben wir hier für einen? Profit auch negativ. Die Kutschen, die fahren uns zwar Gäste hierhin, aber im Endeffekt sind sie alle negativ. Hier noch mehr negativ. Ja, schwierig. So, Dortmund wollte auch einer hinfahren. Ja, von Hannover aus waren hier ganz viele Gäste, die hin wollen. So ist es, ne? Hier unten dritte. Ja. Hier über Osnabrück fahren die wahrscheinlich, oder? Hier stehen sie im Stau. Interessant. Komm, nochmal hier die Fahrplan auf. Hannover Rathaus. Da waren 1000 Gäste über Dortmund Kohlezeche. Und die andere über Hamm Rathaus. Das sind eigentlich alles die gleichen. Hamm Rathaus. Das sieht so aus, als ob wir diese Strecke vielleicht noch ein bisschen mehr befahren können, indem wir noch einen weiteren Zug da auf die Reise schicken. Ja, Dortmund ist das Depot. Eine Lok. Lass uns mal gerade gucken. Wer fährt hier? Hannover, 54 über Hannover. Hagen, über Hagen, über Hamm. Also den würde ich schon mal nicht nehmen, diesen Zug, um ihn abzugraden ist gut, ne? Hier Dortmund-Altstadt, das ist interner Verkehr. Da gibt es aber keine Fahrzeuge, die jetzt irgendwie Richtung Hannover, Fahrgäste, die Richtung Hannover wollen. Wie sieht's hier aus? Wir wollen 107 Richtung Hamm, Hannover. 20 Bielefeld. So, dann haben wir hier Bielefelder. Die waren hier unten, da geht's nach Osnabrück. Was steht in Bielefeld? Warten wir gerade über Hannover welche. 37. Es lohnt sich nicht direkt da anzuschließen. Beziehungsweise das hat eine andere sichere Geschichte, weil die wollen wahrscheinlich dann über Osnabrück nach Dortmund, ne? Ja, hier sind schon mehr. Da warten noch 640. Also das ist stadtintern.
Osnabrück, Osnabrück über Dortmund Kohlezeche. Da ist ganz viel intern wieder. Ja, das heißt, die da in Dortmund, in Hannover stehen, die nach Dortmund wollen, die sind wieder komplett in dem Zug unterwegs und unterwegs ist keiner. Na, das sind direkte Fahrgäste. Nach der Kohlezeche sogar hin. Am Rathaus. Schwierig, ne? Würzburg, Göttingen. Wir bestehen in Hildesheim. 85 nach Würzburg. Machen wir die Linienverwaltung auf und gehen wir mal nach Hannover. Göttingen, diese Strecke. Wie viele Züge haben wir da drauf? 1, 2, 3, 4, ne? Oder sind es 5 sogar? Ne, 5 Fahrzeuge. Wo ist er gerade zugange? Der fährt gerade von Göttingen nach Hildesheim, genau. Ja. Das würde bedeuten, ich nehme den mal raus. Mache eine neue Linie erstmal auf. Die von hier nach dort geht und wieder zurück. Gut. Das ist dann die Linie Hannover Hildesheim. Gut. Das ist der. Dann haben wir wieder eine neue Linie, die von hier nach Göttingen geht. Das ist natürlich eine lange Linie, ne? Göttingen ist ein ganzes Stück weg. Gut. Das ist Hildesheim, Göttingen. Dann machen wir wieder eine neue Linie. Und die geht von Göttingen nach Kassel. Okay. Göttingen, Kassel. Dann gibt es wieder eine neue Linie, die startet hier in Kassel. Und geht dann nach Würzburg schon runter oder ist da noch eine Stadt zwischen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube, da ist nichts mehr zwischen, oder? Das ist auch eine lange Linie, ne? Die ist noch länger wie zwischen Göttingen und Hildesheim. Kassel, Würzburg, nicht Göttingen. Passt. Gut. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 4 neue Linien im Endeffekt, aber das ist nicht schlimm erstmal. So. Na, die Linienverwaltung hätten wir mal gerade besser aufgelassen. Und zwar diese hier. So, das ist der da rechts neben. Das ist der nächste auf der Strecke. Das ist der dritte auf der Strecke. Das ist der vierte. Und das ist der fünfte. So, das sind alle 5 Züge. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Der hat keine Post, der hat keine Post. Hat irgendwer überhaupt Post?
Ist da gar kein Posttransport auf der Strecke? Sieht wohl so aus, als ob da kein einziger Post fährt. Nee. Dann sollten wir an irgendeinem wohl sowas tun, ne? So, der fährt Hildesheim Rathaus gerade an. Den geben wir mal gerade nicht laden auf. Das nehmen wir gerade ein bisschen schneller fahren. So, der müsste jetzt in Hannover ankommen. So. Nicht laden können wir jetzt ausmachen, dann in den Fahrplan rein und der kriegt jetzt Hannover-Hildesheim als neue Strecke und fährt als erstes nach Hannover, das passt dann ja, oder? Genau. So. Der lädt natürlich jetzt keiner ein, ist auch klar. Super. So, wen haben wir hier? Wo ist das? Das ist zwischen Kassel und Würzburg wahrscheinlich. Wo ist er unterwegs? Der ist auf der richtigen Strecke in Anführungsstrichen unterwegs. Nicht laden, nicht laden, nicht laden und der auch nicht laden. Der hat Hannover-Hildesheim. Wo ist er unterwegs? Göttingen Rathaus fährt er gerade hin. Er ist gerade von Kassel unterwegs, ne? Göttingen, Würzburg, Kassel, Würzburg, der ist schon mal cool unterwegs hier. Oh ne, der fährt ganz in den Süden, oh, ist auch doof. Ist jetzt gerade keiner passend unterwegs, ne? Hannover-Hildesheim. Lass mal gerade schneller laufen. Damit die etwas leerer werden. Der steckt fest. Warum blockiert der? Ach, da ist noch einer unterwegs. Jetzt fahren die wahrscheinlich alle hier nach Dortmund, oder was? Gut, dann müssen wir da eine Ausweiche machen, sehe ich schon. Okay, der. Und da einen rüber. Hat gut geklappt, ne? GZ, ja, zum Glück. Wurde da jetzt gebaut? Auch schön. Naja, das geht noch. Das können wir noch so korrigieren. Signal dahin. So. Und so. Und das eine muss wieder weg. Das war falsch. So, steht er da noch oder fährt er jetzt schon? Ja, der weiß jetzt nichts von seinem Glück hier wahrscheinlich. Fährt er jetzt wieder oder nicht? Rein theoretisch müsste er fahren, tut er aber nicht. Was ist mit dem hier? Der fährt schon mal. Dann wird der andere gleich auffahren. Bis jetzt hat er ja noch keinen blockiert und sonst würde uns das blockiert angezeigt und dieser ist auch unterwegs. Gut, dann passt das. Nein, der müsste eigentlich auch fahren können, ne?
Warum macht er das jetzt nicht? Fahr schon, komm. Strecke ist doch frei. Hallo? Komisch. Gut, Pech gehabt. Bleibt erstmal so. Ist schon einer leer? Ja, der ist leer, aber wo fährt der hin? Ach so, der hat jetzt den Kurzverkehr, genau. Es staut sich gerade, glaube ich, alles. Aufgrund dessen Tatsache, dass er da hinten nicht fährt, oder was? Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Oh oh. Ja, hier ist ein großer, super Knotenpunkt dann. müssen wir einen irgendwo hinschicken erstmal. Osnabrück Rathaus. Fahren Sie bitte da lang. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das war jetzt Chaos. So. Sieht gerade gut aus, oder? Der hat noch seine 14 Gäste. Der ist jetzt weggefahren. Das ist ja schon mal positiv. Ich habe noch keinen Nuller. Der hat jetzt gerade 22 eingepackt. Wie sieht denn das hier aus auf dem Bahnsteig? Sind da immer noch Tausende von Leuten, die dahin wollen? Ja. Und die Würzburger Gäste sind ja auch noch da. Gut, passt. Mach den mal wieder zu. Oder ne, den lassen wir mal offen, aber hier irgendwo. So. Jetzt fahrt mal ein bisschen schneller. Damit wir diese Strecke aufbauen können, richtig. Der kann zu. War der schon wieder offen oder? Keine Ahnung. So, er ist leer. Kriegt jetzt eine neue Strecke zugewiesen. Und zwar Hildesheim-Göttingen. Weil der steht ja gerade in Hannover, ne? Ja. Jetzt hat er zwar eine Leerfahrt in Anführungsstrichen, aber das ist jetzt auch egal. Den machen wir mal nach da links. Hier unten ist auch einer leer. Der fährt Hildesheim Rathaus. Dann ändern wir da den Fahrplan. Der fährt von Göttingen nach Kassel. Das passt dann auch. Der ist also auch zugewiesen. Mal ganz schnell dieses Nichtladen aus. So, und dann haben wir Kassel-Würzburg noch und einer fährt durch. Und der, der durchfährt, der musste unbedingt ins Dingens rein. Sag schon, der muss unbedingt so einen Postanhänger kriegen, oder? Würzburg. Ah, der ist schon leer hier. Der steht in Hannover. Wo wäre das nächste Depot? Gute Frage, ne? Der fährt auf jeden Fall und ich gehe davon aus, dass er nach Dortmund fährt. Und blockiert uns da wahrscheinlich die Strecke. Nee, dann fährt er erst Richtung Göttingen. Das Depot löschen wir mal raus. Und der fährt nach Göttingen dann, bitteschön. Da ist nämlich auch ein Depot, fällt mir gerade ein. Gut. Und dieser hier, der fährt jetzt noch Richtung Würzburg. Wenn man den jetzt den Fahrplan ändert, ne? Ich mach das ganz einfach mal. Eine Strecke muss dann noch frei sein. Kassel-Würzburg. So, dann müsste das doch mit den Zuschauern, mit den Fahrgästen auch passen. Der kann auch so bleiben. So. Wenn der im Depot ist,
Ist alles prima, oder? So, mal schneller. Hier ist die Fahrgastzahl. Hier oben fährt ja gar keiner mit. Dreier. Hier sind es 34, da unten sind es 70. Ja, das ist mit dem Umsteigen jetzt so eine Geschichte wahrscheinlich. Hier haben wir wieder so einen tollen Stau. Fahr du nochmal nach Osnabrück. Und die anderen fahren können. Das bedeutet, hier ist auch irgendwas faul. Müssten wir umbauen. Kreuzungsfreier Bereich muss hier hin. Wo steckt die fest? Ach Gott, Herr Jemine. Das ist hier gerade Dingens. Wie heißt es? Hamm. So, wer will wohin? Das ist hier die Frage, ne? Er will nach Bielefeld. Okay. Der ist gerade schlechte Wahl. Und der? Der gleiche. Was mit dem? Hamm Kohlekraftwerk, Freier Wegbond, Dortmund, Dortmund Rathaus. Ja, da kriege ich jetzt gerade keinen weg, ne? Das bedeutet, ich werde das irgendwie anders lösen müssen. Ich tippe mal auf den Fahrweg. Oder besser da? Nee. Und entferne dieses Stück dort, wenn es denn geht. Tut's. So. Einmal bitte die Lupe. Diesen Zug nochmal ausgewählt. Fahrplan. Hannover Rathaus. Starten. Ach, der war schon offen, ne? Der fährt nach Bielefeld Rathaus wieder. Ich hoffe, der fährt hier richtig irgendwie rum, ne? So, was mit ihm hier? Er soll jetzt ins Depot, oder? Ja. Okay. Ach, jetzt ist der nächste da blockiert. Wo will der denn langfahren? Ach, das Signal steht da, super. Deswegen fährt er dann da lang. Auch gut, ne? Nee, das war ja... Nee, das ist schon richtig rum. Aber das Signal kommt da ein. Gut. Und das Signal kann da weg. So, jetzt fährt der auch weiter vor. Sollte vielleicht irgendwie klappen. Der coole Zug kann jetzt durchfahren. Passt. Der fährt noch immer zum Depot. Hier sind 213, da sind 3, 0, 0, alles klar. Passt gut, ne? Hat gut geklappt mit der Strecke umzuändern.
So, der wird auch nicht mehr blockiert, der fährt weiter. Steckt fest, können wir schon mal wegmachen. Steckt noch fest, hat aber hier mit zu tun. Hat auch mit dem zu tun, was ich gerade geändert habe. Ich glaube, das kriege ich jetzt aber hier in den Griff. Kommen alle weg. Gut, okay, wer fährt zuerst? Der könnte fahren, aber dann fährt der hier erst, oder was? Ne, jetzt kommt der Kohlezug. Okay. Könnte noch klappen, ne? Machen wir gerade ein bisschen schneller. Ah, der fährt auch gleich schon wieder weg. Der da unten direkt steht. Wo fährt der denn bitte schön hin? Ah, jetzt fährt er auch. Alles klar. Die sind durch. Ja, 23 Fahrgäste. Der kommt irgendwann im Depot mal an. Hier wird es auch nicht besser. Nochmal wieder schneller fahren lassen, bis der da im Depot ist. Steht er da irgendwo vor dem Zugsignal? In Erlangen? Och, jetzt ist er da hingefahren. Alles klar, naja, egal. Und das ist ein Postanhänger, der dahinter muss. Und starten. Aber das Starten war eigentlich gar nicht so gut. Und ich gehe fast von aus, dass der jetzt diese Strecke weiter bedient und dadurch die anderen nicht umsteigen auf diese Züge hier. Oh nee, ne? Schon wieder. Langsamer bitte schön, und hier müssen wir was ändern. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas müssen wir ändern. Und zwar machen wir, glaube das so, dass wir hier eine Anhebung hinmachen. Da eine Schräge. Und dann da einen runter. Nach dort. Ich glaube, den Zug lassen wir erstmal nochmal zurückfahren. Der fährt wahrscheinlich schon mal das dritte Mal nach Osnabrück zurück, gehe ich von aus. Und wir trennen die Verbindung von da nach da auf und die Verbindung von da nach da auch weg. Ich sehe schon, die muss auch noch weg, weil da brauchen wir eine Schräge, nee, da brauchen wir keine Schräge, da brauchen wir eine Brücke, die nach da hoch geht. So, dann können die Züge von dort nach da fahren. Und falls es wieder erwarten so sein soll, dass einer nach da fährt, dann kann er das auch machen. Und da brauchen wir noch ein Signal. So. Und da war eins, das nehmen wir da mal besser aus dem Bereich jetzt weg. Könnte sein, dass dieser Knoten jetzt aufgelöst ist durch diesen Umbau. Okay, ich glaube, die Folge ist schon ewig lang. Genau so ist es. Zahlen sehen hier allerdings noch wieder steigend aus, aber in diesem Bereich sind wir total in den Miesen. Tja, dass noch was wird, müssen wir schauen. Okay. Ah, falsch geklickt, ne? Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.